Boah! Natürlich sind die hier auch. Danke für die Kohle. Tschüss. Da fliegt was. Kann ich das nehmen? Nein. Ja, logisch. Ja, stirb! Schön. Ach komm, hier sind doch bestimmt noch mehr. Ihr könnt mich nicht mehr schocken. Oder? Doch, doch könnt ihr. What the fuck, Alter? Deine Mami ist so fett, Alter. Willst du mich verarschen, Alter? Ich guck nur einmal ganz kurz weg. Einmal ganz kurz. Nur ganz kurz. Ja, da unten... Nein, nicht jetzt selber. Ist dein Ernst, Junge? Ist es dein Ernst? Ja, ist dein Ernst. Ich wollte nur die Waffe mal in Ruhe ausprobieren. Sie stirbt uns gleich. Ich bring mich selber um. Das darf nicht wahr sein. Ich kann nicht mehr nachladen. Ich habe keine Munition mehr. Hallo, ich will... Hallo? Guck mal, da liegt was. Danke. Ich habe keine Munition mehr. Das darf doch nicht wahr sein. Shit. Ja, damit komme ich nicht weit. Ich habe jetzt nur noch diese Waffe hier. Und meine Fäuste. Es ist schön kühl draußen. Oh, fuck you. Wie gemein. Okay, warum, was habe ich gegen die Waffe gehabt? Die ist ja voll geil. Die schneidet den durch. Inventar ist voll, obwohl ich trotzdem keine Munition mehr habe. Was? Prügel sie tot. Ja, ich glaube, ich habe gleich keine andere Wahl mehr, die tot zu prügeln. Ich kann dieses Impulsprojektilschema nicht mitnehmen. Ist gerade doof. Warte mal. Jetzt aber so. Ich musste mich sowieso... Oh, wir haben wieder Munition. Aber die Waffe finde ich jetzt nicht so geil. Muss ich gestehen. Oh, da lag was. Ich will speichern, das ist gerade richtig kacke. Was ist das denn? Kleine Missgeburten. Was zur Hölle? Parasiten oder was? Jemand. Ih! Geh weg von mir! Iman! Die wollen in meinen Körper rein, wie eklig. Das Spiel wird immer schlimmer. Ich werde keine Freude mehr haben. Ich werde nicht schlafen können. Ich werde Pipi machen. Bitte, jetzt kommt keiner. Ich hasse sonst dieses Spiel für immer. Ich speichere zuerst.
Erst speichern. Und dann gehen wir zum Shop und dann. Leckt mich doch fett, ey. Mein Fenster ist offen. Es ist todeswarm. Und ich habe noch Ventilator an. Das ist die einzige Luftquelle, die ich hier wirklich habe. So, Impulsprojektile wurden freigeschaltet. Inventar, Strahlmunition. Plasma-Cutter, Strahlenkanone. Ich mach das mal im Safe rein. Luftkanister klein. Ich pack's jetzt im Safe. Strahlmunition. Das packe ich mal im Safe. Ich habe ja hier immer 6 Stück. Shop. Was kann ich mir jetzt kaufen eigentlich? Ich habe nicht mehr viel, ne? Munition für ein Impulsivgewehr. Plasma-Cutter, okay. Aber ich kann die doch nicht mehr aufladen. Wie heißt denn die Munition für diese Waffe? Ups. Man muss 2 Fenster. Ja, ich habe bloß an den anderen kein Netz. Wenn ich das jetzt öffne, dann kommt hier alles rein. Und das wäre nicht so geil. Plasma-Cutter. Plasma-Energie. Was brauche ich denn hier für eine Plasma-Energie? Aber ich habe doch. Habe ich doch. Oder nicht? Nein, okay. Toll. Sehr viel, hat mir sehr viel gebracht. Ich habe überhaupt kein Netz. Würde ich kein Netz hier machen, hätte ich jetzt die schlimmsten Spinnen aller Spinnen hier drin. Nee, danke, Alter. Ach, komm, scheiß drauf. Einfach alles raushauen. Geschafft. Wir sehen echt komisch aus mit dem Helm. So, ich speichere jetzt nochmal. Bei dir sind die Fenster dauert. Bei mir ist es auch immer offen. Also, bloß es reicht nicht. Hier ist einfach so eine Wärme drin, auch wegen dem Rechner. Der arbeitet ja jetzt hier durch. Okay, sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte es sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Okay. Ein Wal! Ach du heilige Scheiße. Wo zur Hölle bin ich hier reingeraten? Wo bin ich reingeraten? Was, was, was? Oh nein, diese Babys wieder! Tötet mich. Oder sie tun's mit dem Schock. Sorry, we are full. Ja, ich bin auch full. Ich wäre jetzt gern hackedicht, um das Spiel nicht mehr mitzukriegen. Ach komm, ich weiß ja, dass hier noch was rumkrabbelt. Ich bin auch ganz schön laut hier. Ich mache mir selber Angst.
Ach, so eine Energiezelle. Ich dachte, das ist irgendwie... Ja, sagen wir, es war ein Wal. Im Weltraum, ich weiß. Ich muss wieder schöne Gedanken machen. Dachgeschosshals. Zum Glück habe ich mir damals eine Wasserkühlung eingebaut. Das bringt schon eine Menge. Dafür habe ich leider kein Geld, um mir so einen... Ich müsste mir einen neuen Tower erst kaufen, um... Ja, mein Tower ist zu klein. Ich brauche einen neuen Tower, damit ich von Grund auf einen neuen Rechner zusammenbasteln kann. Aber fehlt leider das Geld für. Sonst würde ich mir jetzt schon einen Tower bestellen, dann hätte ich schon den ersten Schritt. Ich würde so wirklich gerne mal richtig echten Rechner für mich selbst zusammenbauen. Meiner ist ja gekauft, aber... Ja... Das ist schon mal ein Traum von mir, dass ich irgendwann mir selber einen Rechner zusammenbaue. So ein richtiges Monster. So, was müssen wir damit machen? Ich weiß, ich habe komische Träume, aber hey. Das müssen wir da bestimmt mitnehmen, aber wohin? Ach da, okay. Damit wir bestimmt wieder Energie hier kriegen, ist es ziemlich dunkel. Yay, jetzt haben wir bestimmt irgendwelche Zellen geöffnet und jetzt kommen noch mehr. Wer weiß. Ist verschlossen. Von da kamen wir, hier liegt noch was. Was ist das hier? Sauerstoffstation. Woran sehe ich denn mein Sauerstoff? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche auch einen neuen Rechner. Heute ist bei 4.2 mein PC komplett abgeschmiert. Aber wenn das passiert, dann ist mein Leben vorbei. Ich kann mir nichts Neues leider holen. Ist nicht besonders schwer. Also wenn du Hilfe brauchst bei den Komponenten, ich glaube, hier kennen sich schon einige aus, was momentan so am besten ist. Ja klar, aber ich brauche erstmal einen Tower. Ich muss erstmal das Gerüst dafür haben. Ansonsten würde ich... So mit den Details und so, was zusammenpasst und was man zusammen braucht. Natürlich würde ich da fragen. Ich bin da ein bisschen noch überfragt. Aber ich will gerne selber mal was zusammenbauen. Und die machen Kinder, oder was? Diese kleinen, ekeligen... Hat ja sehr viel gebracht, diese Bombe. Ist wahrscheinlich für welche, wenn da ganz viele auf einmal kommen. Also wenn ich Fragen habe, werde ich schon fragen, weil ich habe sowieso keine Ahnung. Komm, der ist langsam. Komm! Ist ein bisschen schade, weil ich halt so spiele, wie ich hier spiele. Total bekloppt, ich töte mich selbst, kreiche rum und... Auch wenn ich da nicht so viel Horror mache, aber... Ja, mach da halt mehr so die ganzen... So Anime-Spiele und was weiß ich alles. Wie nett von dir. Da schaue ich gerne zu, wie du stirbst und weinst. Ja, toll. Das ist das Problemchen, welche wir... Wir gehen da... Ja, wir gehen da echt unter. Besonders, wenn man richtig klein ist. Ich mache seit 2 Jahren YouTube. Dieses Jahr sind es 3 im Sommer. Jeden Tag bringe ich Videos. Selbst wenn ich keinen Bock habe, ich bringe jeden Tag Videos. Das Aufnehmen ist halt auch sehr kostspielig an Zeit. Das Bearbeiten und was weiß ich. Ich mache aber auch Anime-Formate, wo ich gerade ein bisschen schleife. Da muss ich mal mir wieder in den Arsch speisen, dass ich das mache. Hallo? Kann mich jemand hören? Mein Name ist Aileen Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht. Aileen. Und alle anderen waren Fairy weg. Tale. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Krassen im Innern der Wände. Hallo? Wer ist da? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Wie die guckt! Aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Ich hab die gar nicht zugehört. Ich hab grad nur geguckt, was die da macht. Die guckt mich an, als ob so... und bringt sich um.
Was zur Hölle? Okay, sehr interessant. Die sind von irgendwas besessen und bringen sich selber um? Was ist denn, wenn ich bei Outlast lachen muss? Na, dann bist du gestört. Nee, ich meine einfach nur, du sollst es spielen, weil du bringst mich dazu. Nee, jetzt zwingt mich alle, dass ich Dead Space spiele. Jetzt müssen wir Shadow dazu zwingen, dass er Outlast spielt. Oh! Ih, geh weg! Ich schmecke nicht! Ich schmecke nach Petersilie oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Okay. Man kann es ja so übertreiben. Ich weiß nicht. Ach, ich will jetzt keine Datenbank, ich will einfach nur weinen in der Ecke. Was ist zu langer Text? Ach so, mein Mobot hat sich eingeschaltet, oder was? Oder, ja. Oh, mein Mobot ist böse. Nicht wirklich. Ich muss mal bei dem Mobot reingucken. Ich weiß nicht mal, was ich da eingestellt habe. Aber eigentlich kann man schon einen langen Text schreiben. Shadow hat davon auch so einen riesen Text geschrieben. Wahrscheinlich hast du noch mehr geschrieben als sein Text. Maximal 305. Böser Mobot. Ja, der soll mir nur ein bisschen helfen und bringt mich immer in Schwierigkeiten. Weil es halt schwierig, dass ich auch auf den Chat achte immer. Okay. Oh Gott sei Dank. Hab schon vergessen, dass wir hier speichern müssen. Copy-Paste und Twist bei mir. Ich glaube, wenn es gelöscht wird im Chat, dann ist es, glaube ich, gar nicht da angezeigt. Ich bin mir nicht sicher. Das ist natürlich doof, wenn der Text jetzt weg ist. Wissenschaftliches Logbuch Chief Science Officer Dr. Kein. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun. Aber wie genau das alles zusammenhängt, das liegt noch nicht. Zu dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen. Diverse Gewalt. Fühl mich angesprochen. Halluzinationen, Schlafprobleme. Paranoia. Nach dem Spielen, ey, fühle ich mich so. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösung. Und zwar schnell. Ja, natürlich. Ich würde, selbst wenn ich groß wäre, würde ich das spielen, was ich möchte und nicht, was die Menge von mir erwartet. Wenn die Menge jetzt sagt, spiel FIFA, dann sage ich, fick dich, ey. Nee, danke. Ich bin zwar ein Fußballfan, aber ich mag FIFA nicht zu spielen. So. Da hat jemand nicht gefrühstückt. Und der macht gerade eine richtige Sauerei. Jetzt voll verarschen! Was ist das? Codes erhalten und sie sehen gut aus. Gott sei Dank. Ich werde mir jetzt die Aufzeichnungen des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen.
Ich werde herausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Ich will hier nur weg, ey. Wie kann man hier bleiben wollen? Ich würde sowas von jetzt versuchen, hier abzuhauen. Bin doch nicht krank. Energieknoten. Okay, dann können wir bald jetzt wieder ein bisschen upgraden alles. Was ist das hier? Irgendeine Formel mit Blut? Ich habe keine Ahnung. Das ist mir so scheißegal.